Wolkenbruchs Wunderliche Reise in die Arme einer Schickse von Thomas Mayer geht es um einen 25-jährigen orthodoxen Juden aus Zürich, der zum großen Leid seiner Mama immer noch nicht verheiratet ist. Ja, sie will diesen Zustand natürlich ändern und arrangiert ständig so Heiratsvermittlungsversuche. Der Protagonist, der heißt Mordechai Wolkenbruch, also kurz Motti, ja, und die für ihn Erwählte, die tun nur so, als wollten sie, in Wirklichkeit wollen sie gar nicht. Und ja, das tut natürlich dem Verhältnis Mottis zu seiner Mama auch nicht besonders gut. Dass er eigentlich was von einem Mädchen von der Uni, die nicht mal jüdisch ist, will, das verschweigt er erstmal komplett. Dann folgt er dem Rat des Rabbiners und macht eine Reise nach Israel, um sich dort zu verlieben. Ja, die Erlebnisse, die er da hat, sind eher unorthodoxer Art. Er kommt halt verändert zurück, hat einen anderen Kleidungsstil. Und ja, als seine Mama dann schließlich erfährt, dass er eben ein Verhältnis mit einer nicht-jüdischen Frau hat, dann ist er für die Familie und für die Gemeinde, da gilt er als verloren gegangen. Dieser Motti, der ist einfach so hin und her gerissen zwischen diesem orthodoxen und liberalen Judentum. Also im ganzen Buch, in den Erzählstil eingeflochten, kommen immer jiddische Begriffe vor. Also am Anfang ist es ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Also man merkt es gar nicht. Das ist sogar, man taucht dadurch, finde ich, noch besser in diesen Motti hinein und sieht dann die Welt durch seine Augen. Also ich habe das Buch beim Zugfahren gelesen und ich musste andauernd so grinsen und konnte kaum das Lachen verkneifen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr witzig erzählte Geschichte eines jungen Mannes, der seinen Weg geht. Nebenbei erfährt man auch viel von so einer von einer besonderen Welt. Es ist schon was Einzigartiges, was Besonderes auf jeden Fall. Es ist kein so Mainstream-Buch. Also. Und das ist auch, finde ich, eine sehr schöne Liebesgeschichte. Ja.